Hallo, liebe Matrixer! Heute machen Jonathan und Shiva ein Video über Bäume. Hört sich langweilig an, ist es aber gar nicht. Lasst euch überraschen. Denn wir reden ja nicht von normalen Bäumen. Nein, nein. Es geht nämlich um gigantische Bäume, riesige Bäume, die einst auf unserem Planeten existiert haben. Und diese Theorie gibt es ja schon eine Weile, dass auf der Erde riesige Bäume existiert haben sollen. Und wir haben uns dieser Theorie einmal angenommen. Genau, die Urzeitgiganten haben wir hier für euch auf Fotos aufgenommen, die wir euch einblenden, immer mal wieder. Und ja, da kann man schon sehr schön erkennen, dass die irgendwann mal abgesäbelt wurden. Von wem auch immer. Aber darauf kommen wir jetzt noch zu sprechen, würde ich sagen. Ja, und wir haben natürlich keine Mühen gescheut und sind durch ganz Amerika gefahren. Ja. Ja. Wo sind wir alle durchgefahren? Durch welche Staaten? Ja, wir sind von Texas über New Mexico, Nevada, Arizona, Utah, Kalifornien, Idaho. Alles haben wir mitgenommen, um für euch die Urzeitgiganten auf Fotos aufzunehmen. Ja, also wir sind mit dem Auto durch Amerika gefahren und haben dann viele Fotos gemacht von einstigen Gigantenbäumen. Wir blenden dann jetzt mal ein paar Fotos ein, damit ihr diese Fotos vergleichen könnt mit Bäumen unserer heutigen Zeit, nur dass diese Bäume viel, viel, viel kleiner sind. Ihr müsst euch vorstellen, diese Bäume sind Kilometer hoch gewesen, zig Kilometer, sogar so hoch, dass sie über die Wolkendecke hinausragten. Und diese riesigen Bäume haben dann auch Wasser aufgenommen, direkt aus den Wolken, und haben das Wasser nach unten zum Erdboden geleitet und natürlich die ganze Umgebung kilometerweit mit Wasser versorgt. Und seitdem diese Bäume ja nicht mehr existieren, haben wir auch zum Beispiel in Nevada sehr viel Steppe und Wüste. Also natürlich ist das jetzt eine Theorie von uns, aber wir haben uns sehr viel dazu überlegt und schaut euch einfach mal hier diese Fotos an. Da seht ihr den exakten Schnitt und sie sind auch schon aufgebaut wie Bäume. Also der Stumpf ist wie ein Baum. Ja, hier seht ihr ja auch sehr schön, wie der Baum gefällt wurde. Das müssen hochmoderne Maschinen gewesen sein. Und ja, im Laufe der Jahrtausende ist dann dieser Baumstamm auch versteinert. Und jetzt haben wir eben dort diese wirklich glatten oder glatt abgeschnittenen Baumstümpfe, sagen wir mal. Mhm. Meistens sind sie jedenfalls sehr glatt. Und unser Planet, die Erde, ist ja schon immer ein Ressourcenplanet für andere Alienrassen gewesen. Nicht nur für Gold, für die Anunnaki, auch für ja, sehr viel anderes Material, was wir hier auf der Erde zur Verfügung haben. Und in dem Zuge auch Bäume. Ja. Also wir vermuten, dass eben vor zigtausenden vor Jahren irgendwelche riesige Raumschiffe hier zur Erde gekommen sind mit riesigen Erntemaschinen, mit riesigen Baumfällermaschinen, die wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Kilometer oder einen halben Kilometer groß waren oder zumindest einige hundert Meter groß waren. Denn solche gigantischen Bäume kann man nicht mit einer Axt fällen. Selbst nicht mit einer Motorsäge wäre das unmöglich, denn man muss sich vorstellen, die Bäume, so wie wir gesehen haben, müssen einen Durchmesser gehabt haben von 100 Meter bis zu einem Kilometer. Durchmesser. Ne? Und da kann man sich ja mal vorstellen, wie das aussehen würde, wenn man da mit einer Axt gegenhaut. Ne? Da passiert nämlich gar nichts. Ne? Und diese Bäume, die eben dann von diesen riesigen Baumfällmaschinen abgeholzt worden sind, sind natürlich dann eingetrocknet, die Baumstämme, die zurückgebliebenen Baumstämme, und sind dann mit den Jahrtausenden versteinert. Und für uns sehen die heutzutage aus wie Berge. Ne? Genau.
Und ihr dürft ja nicht vergessen, die Menschheit ist nicht die erste Zivilisation auf diesem Planeten. Wir haben schon zwei, drei vor der Menschheit gehabt, Zivilisationen. Wer weiß nicht, ob eine von denen vielleicht entweder sehr groß war oder irgendwann mit ihren Raumschiffen abgehauen ist und noch Ressourcen mitgenommen hat, wie diese Bäume oder anderes Material. Also wir sind nicht die Ersten, die diesen Planeten leider ausbeuten, sondern es gab schon so einige vor uns, die das getan haben. Ja. Da sieht man ja auch an den Bergen, die wirklich Berge sind, ja. Ne, in Canyons zum Beispiel, da sieht man ja wirklich richtige Bergformationen und so. Und da sieht man ja auch seltsame lange Spuren drin, ne, wo man also heutzutage noch rätselt, wie konnten durch die Natur solche Spuren entstehen. Die sind nämlich gar nicht natürlich, die sind künstlich. Denn da sind nämlich riesige Erntemaschinen einfach mit ihren großen Maschinen entlang gefahren und haben vorne alles abgerubbelt. Genau. Ne, also, und eingesteckt. Genau, vielleicht seht ihr das ja manchmal, wenn ihr an Bergen vorbeifahrt. Am Untersberg sind wir uns nicht sicher, aber auch da sieht man eben Maschinenspuren, die kein Mensch gemacht haben kann. Also am Untersberg wird auch abgetragen, aber das sind auch Spuren, die von größeren Maschinen als die Menschen besitzen, kommen. Also genau, es gibt nicht nur diese Bäume, sondern auch ganze Berge oder Bergformationen werden abgetragen. Wenn die Außerirdischen, die uns damals besucht haben, eben gesehen haben, in diesem Berg gibt es zum Beispiel viel Goldvorkommen, ne? Und da hatten die natürlich keine Lust, mit der Spitzhacke dann da irgendwie so eine Goldmine zu graben, ne? Und haben dann einfach eine riesige Maschine darauf losgeschickt und die hat dann vorne alles abgerubbelt. Ne? Und dann haben sie unten das Gold eingesammelt. Also die waren da sehr pragmatisch, sag ich mal. Und die hatten natürlich auch die Technologie dazu, um sowas zu ermöglichen. Auf unserem Weg ist uns ja auch sogar einer begegnet. Wir mussten zufällig halten, weil da eine Baustelle war. Und einer dieser Mitarbeiter, der eben das Stoppschild fürs Halten gehalten hat, kam dann irgendwann auf uns zu. Und meinte ja, dass wir eben halten müssen. Ja, und wir haben dann Fotos gemacht von dem Berg, weil da war gerade so ein Baumstumpf in der Ferne. Und dann kam er eben zu uns und meinte, was wir denn das Schönes fotografieren würden. Dann meinten wir, ja, diese uralten Bäume, diesen Berg dort, das war bestimmt mal ein uralter Baum. Und dann haben wir gar nicht damit gerechnet und er meinte, ja, klar, auf jeden Fall, das waren mal gigantische Urbäume. Ein ganz normaler Arbeiter aus Amerika und ja, dem war das wohl auch irgendwie klar. Und das fand mir sehr spannend, dass der da uns zugestimmt hat, dass das mal Urzeitgiganten gewesen sein müssen. Ja, da ganz trocken gemeint. Ja, das denke ich auch. Ne? Naja, irgendwie so. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass viele Menschen, also viele Drehbuchautoren ja auch aus ihrer Intuition schöpfen. Und die Intuition ist ja auch verbunden mit unserem Zellgedächtnis. Und da können durchaus mal Informationen ins Bewusstsein kommen, die eben der Drehbuchautor dann eben für einen kreativen, fiktiven Einfall hält. Es kann aber durchaus sein, dass sein Einfall nämlich auch den Tatsachen entspricht, was eben die Vergangenheit der Erde betrifft. Und so etwas finden wir beispielsweise in dem Film Avatar. Ne? Ja, da haben sie auch diesen gigantischen Urbaum, auf dem sie eben alle leben. Ja, dieser riesige Urbaum, wo das Volk, das dort lebte, in dessen Schutz stand. Und die konnten sogar in den Baum reingehen, die sind auf dem Baum herumgeklettert. Und das war für sie ein heiliger Baum, weil der Baum war ja gigantisch. Den Baum dann gefällt haben, ne? Die mussten ja wirklich sehr, sehr viel auffahren, um diesen Baum zu zerstören. Ne? Die wollten ja das Volk vertreiben und haben dann mit zig Raumschiffen auf diesen Baum geschossen, damit der irgendwann eben zerstört wird. Ne? Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Ja, also wer den Film noch nicht kennt, kann ja mal reinschauen. Genau. Sehr spannender Film und war auch auf Platz 1 eine ganze Weile lang. Und viele ersehnen sich ja einen zweiten Teil davon. Und ja, überhaupt, der Besitzerfilm ja einige interessante Symbole oder Hinweise. Ne? Beispielsweise
Der heißt ja deshalb Avatar, der Film, weil die mit ihrem Bewusstsein ja irgendwie da reingegangen sind, ne? In den Avatar, ne? Mit dem er dann eben Kontakt zu dem Volk aufnehmen konnte, Das erinnert mich ein wenig an uns. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr viele Elemente enthalten, die auch hier auf uns zutreffen, auf jeden Fall. Und im Vergleich zu diesen riesigen Bäumen, die mal existiert haben, wie im Film Avatar, sind unsere Bäume jetzt ja eigentlich nur noch Grashalme. Also für uns wirken die natürlich auch noch sehr groß. Ja, guter Vergleich. Also aus der Perspektive eines Baumes, ne, eines Gigantenbaumes, würden unsere heutigen Bäume nur noch wie Grashalme wirken, ne, von oben. Ne. Auf jeden Fall. Man muss sich ja vorstellen, ne, dass so ein Baum dann mal locker so 10 Kilometer hoch geworden ist oder höher. Ne. Und das hat natürlich dann für eine sehr feuchte Umgebung auch gesorgt. Ja, hier war sicherlich früher sehr, sehr viel Grün, sehr viel Dschungel, sehr viel, ja, Natur. Und das haben wir im Laufe der Zeit alles zerstört und im Laufe der Jahrtausende ist dann auch alles immer kleiner geworden und kleiner geworden. Und deswegen haben wir jetzt unsere Bäume, die nicht mehr so riesig sind. Natürlich kann ich das nicht alles genau erklären. Das ist jetzt nur so eine Idee, ein Impuls, aber genau. Ja. Wir wollten euch einfach nur mal darauf hinweisen und mal ein Thema darüber machen, dass unser dennoch wunderschöner Planet Erde einmal vor langer, langer Zeit ganz anders ausgesehen hat. Oh ja, die Blätter müssen so riesig gewesen sein wie ein ganzes Haus. Na. Ja. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass auch diese Bäume sogar teilweise Wasserfälle produziert haben dann. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja. Und da sieht man ja auch schon so eine Parallele, ne, zwischen Bergen, die ja Wasserfälle erzeugen können, und auch den Gigantenbäumen. Ne? Berge und Bäume haben schon einiges gemeinsam, Ja. ne? Wenn man die sich mal so anschaut. Und wenn man sich dann vorstellt, dass so ein riesiger gefällter Baum nur noch der Baumstamm da ist, dann kann man auch vielleicht schlussfolgern, dass das Aussehen eines solchen Baumstammes genau so ähnlich ist bei den Felsen, die wir da fotografiert haben. Da kann man nämlich sich schon vorstellen, da stand mal irgendwann ein Baum. Ne? Manche wurden ziemlich glatt abrasiert, ne? Und manche eben sehr schroff. Die Ne? wirken irgendwie fast rausgerissen Ja, oder abgebrochen. die wirken eher wie abgebrochen oder rausgerissen. Ne? Es wirkt so, als wäre wie heutzutage ein riesiger Sturm übers Land gezogen und hätte Baumstämme umgeknickt. Und dann sieht man ja auch, die sind nicht glatt, sondern mit vielen Spitzen. Und ja, so in etwa sehen die dann auch aus. Kann man ja auf den Fotos auch ganz gut erkennen, wenn man mit ein bisschen Fantasie sich vorstellt, da stand mal ein Baum und sich vorstellt, das ist ein Baumstamm, dann kann man das plötzlich sehen, ne? Wofür man vielleicht sonst ewig blind gewesen ist. Ne? Aber da kann man plötzlich dann verstehen, ja, wirklich, das stimmt, da stand mal ein gigantisch großer Baum. Ihr dürft euch jetzt natürlich nicht vorstellen, dass diese Riesenbäume in der Masse waren, wie wir jetzt hier unsere Wälder haben. Die gab es natürlich nicht zu Tausenden oder Hunderttausenden, sondern es stand vereinzelt ein riesiger Baum, der eben die ganze Umgebung weitflächig versorgt hat. Wir haben auch noch Fotos von kleineren Gigantenbäumen. Also es war schon sehr dschungelmäßig. Es gab riesige Gigantenbäume, kleinere Gigantenbäume. Und wenn ihr unser Video gesehen habt, das Miniaturuniversum, kann ich mir schon vorstellen, dass, also die Matrix existiert ja noch nicht ewig, also noch nicht seit den Gigantenbäumen, sondern das kam ja erst im Nachhinein. Und wir sind ja auch nur eine Kopie der wahren Erde, eine kleinere Version davon, sagen wir mal. Also kann ich mir schon vorstellen, dass aus den Gigantenbäumen irgendwann unsere Bäume geworden sind, im Zusammenhang eben mit der Erschaffung der Matrix. Meine lieben Leute, ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen und wir freuen uns ja immer, wenn ihr zuschaut und wir sehen uns beim nächsten Video. Genau, wir fanden das Thema recht spannend und hoffen, dass ihr es auch spannend fandet. Schreibt in die Kommentare, falls ihr nähere Infos dazu habt oder weitere Ideen und Impulse. Und ja, wir freuen uns darüber.
Ciao. Macht's gut.